Ich bin Johannes, ich habe Physik studiert und arbeite derzeit als Data Scientist und Quantum Machine Learning Experte bei Reply in München. Johannes, wie bist du zum Quantum Machine Learning gekommen? Ich habe in meiner Promotion mich mit der Quantenstruktur des frühen Universums befasst und habe dann noch ein paar Jahre in der Forschung durchgebracht. Und in der Zeit kamen neuronale Netze und Methoden für das Machine Learning auch in der Forschung auf. Das habe ich als eine Chance begriffen, mich da hineinzuarbeiten und habe gemerkt, dass diese Technologien auch breite Anwendungen haben in der echten Welt, also echte Probleme zu lösen. Und habe dann gedacht, es wäre schön, das auch in der Wirtschaft zu machen. Ich habe mich dann auf Machine Learning und Data Science spezialisiert und arbeite seit 2018 bei Reply als Data Scientist. Und genau wie ich angefangen habe, hat Reply sich entschlossen, eine Innovationsgruppe für Quantencomputing zu gründen. Und da dachte ich, das ist super, da will ich dabei sein. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wir führen unsere Projekte mit Kunden durch, deren Probleme wir natürlich erstmal verstehen müssen. Das heißt, wir setzen uns mit unseren Kunden auseinander. Wir arbeiten auch meistens im Team an einem Projekt. Das heißt, auch innerhalb des Teams müssen wir uns abstimmen. Das hilft natürlich sehr, sodass man bei Problemen nicht hängen bleibt, sondern sich gegenseitig helfen kann. Darüber hinaus ist es wichtig, dass wir uns weiterbilden können auf Konferenzen zum Beispiel oder Meetups, wo man sich dann über die neueren Entwicklungen wieder updaten kann. Ich mag es sehr gerne, dass es technologisch anspruchsvoll ist und schwierig ist, dass man sich was Neues ausdenken muss, aber dass im Endeffekt doch eine Lösung rauskommt. Irgendwann ist es fertig. Irgendwann haben wir ein Programm geschrieben oder ein Produkt gemacht, was fertig ist. Was versteht man eigentlich unter Machine Learning? Machine Learning versucht, aus einem großen Wust von Daten, die komplex sein können, Ordnung zu schaffen, sodass man die Daten weiterverarbeiten kann oder Erkenntnisse daraus ziehen kann. Zum Beispiel hier steht jetzt ein Glas und eine Wasserkaraffe. Wenn man es runterschmeißt, dann bricht es beides. Es ist beides durchsichtig, aber es hat ein unterschiedliches Gewicht. Und so kann ich sehen, das ist ein Glas, das ist eine Karaffe. Wenn ich jetzt ein anderes Glas dazustellen würde, das bricht immer noch, ist immer noch durchsichtig, aber hat ein anderes Gewicht. So gibt es also ganz verschiedene Charakterisierungen von Gläsern, aber es ist klar, dass das auch ein Glas ist, weil es viel kleiner und leichter ist als so eine Karaffe. Und jetzt kann man sich denken, das ist vielleicht unsinnig, weil das ein Problem ist, das kann man leicht lösen, dazu braucht man keinen Computer. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man ganz viel Glas sortieren muss, so wie zum Beispiel in der Abfallsortiermaschine die Mülltrennung machen möchte, dann ist es schon wichtig, dass man eine Maschine hat, die das für einen tun kann. Und was ist die Besonderheit an Quantum Machine Learning? Um zu verstehen, warum Quantum Computing gut ist für Machine Learning, können wir uns mal ein Beispiel überlegen. Wir haben hier zwei Puzzle mit der Maus. Die sind jetzt schon fertig, sieht gut aus, aber die wollen wir jetzt neu machen. Jetzt hole ich sie mal auseinander. So, wenn ich jetzt die zwei Puzzle wieder zusammensetzen möchte, ist das schwierig, weil ich nicht weiß, welches Teil zu welchem Puzzle gehört. Bei manchen ist es einfach, hier ist ein Regenbogen drauf oder hier, die gehören also bestimmt zusammen. Oder hier ist ein Schiff drauf und ein Fisch, die gehören also auch zusammen. Aber bei manchen ist es vielleicht schwierig, wie zum Beispiel hier bei der Maus. Da weiß ich jetzt nicht genau, wo die hingehört. Und das sind genau solche schwierigen Datenpunkte, wo der Algorithmus Fehler macht. Also hier könnte ich jetzt denken, das gehört zum Strand. Probiere ich mal aus. Oh, schade, falsch. Und diese Situationen möchte man möglichst vermeiden. Was Quantencomputing erlaubt, ist, die Daten, also in unserem Fall die Puzzleteile, besser zu analysieren, sodass man diese Fehler vermeiden kann. Wie können wir uns Quantenalgorithmen vorstellen? Bei klassischen Computern schreibt man ja oftmals einfach ein Kochrezept. Dahingegen muss man Qubits immer im Zusammenspiel betrachten und am Ende eben auch das gesamte System nach der Antwort fragen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Golden Board. Da schmeißt man oben ganz viele Murmeln rein und jede einzelne Murmel trifft dann auf einen Nagel, wo sie entweder nach links oder nach rechts ausweichen kann. Und das passiert ganz oft und am Ende findet man dann eine Verteilung der Murmeln. Und einen Quantencomputer zu programmieren, ist jetzt eigentlich die Aufgabe, die Nägel so einzuschlagen, dass die Verteilung der Murmeln am Ende die Antwort auf meine Problemstellung gibt. Gibt es ein Beispiel, wie Quantenalgorithmen verwendet werden können? Ein schönes Projekt, das wir gemacht haben mit Quantum Computing, war zusammen mit der italienischen Bahn. Was die wollten an einem großen Bahnhof die Umsteigezeiten
verkürzen. Also man kann sich vorstellen, man kommt an einem Bahnhof auf Gleis 1 und dann muss man auf Gleis 18 laufen. Das dauert ein paar Minuten und es ist anstrengend und man verpasst vielleicht seinen Anschluss, das ist ärgerlich. Das wollten die also vermeiden. Die wollten also die Erfahrung für ihre Passagiere, für ihre Kunden besser machen. Und das ist ein schwieriges Problem. Man kann sich vorstellen, so ein Zug, der fällt nicht vom Himmel, der kommt von irgendwo her, von einem anderen Bahnhof, dann muss er auf ein bestimmtes Gleis, um wieder weiterfahren zu können. Das heißt, da gibt es viele Bedingungen, die man erfüllen muss. Und wir haben das abgebildet auf ein Problem, das man mit dem Quantencomputer gut lösen kann. Und das Resultat ist hier abgebildet. Man sieht hier also die verschiedenen Gleise von diesem Bahnhof. Und hier sieht man die Tageszeiten von 0 Uhr bis Mitternacht. Und oben war es vor der Optimierung. Da sieht man also, dass die verschiedenen Züge, die hier in verschiedenen Farben dargestellt sind, eigentlich die gesamte Breite des Bahnhofs ausnutzen. Und nach der Optimierung ist es uns gelungen, dass die Züge deutlich näher beieinander sind, sodass man im Schnitt 30% weniger laufen musste. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Ist es möglich, auch direkt von zu Hause aus Quantum Machine Learning auszuprobieren? Jeder kann sich eigentlich jetzt mit Quanten Machine Learning zu Hause beschäftigen. Man kann sich die nötigen Softwarebausteine auf seinen eigenen Computer runterladen. Gerade wenn man schon Programmiererfahrung hat, muss man schon auch ein bisschen umdenken, weil die Art zu programmieren eine andere ist, die Algorithmen sind anders, auch die Repräsentation im Computer, Qubits statt Bits, ist eine andere. Und daran muss man sich erst ein bisschen gewöhnen. Da ist man aber nicht alleine. Es gibt eine Community rundherum, die Unternehmen haben viele Konferenzen, die Quantencomputer herstellen. Und es gibt auch Meetups. Also es ist sehr schön, sich mit anderen darüber auszutauschen und hilfreich. Warum sollten sich junge Menschen mit dem Thema beschäftigen? Quantentechnologien sind so neu, dass man sich da noch richtig ausleben kann. Viele Dinge liegen noch nicht so fest wie in anderen Bereichen der Technologie oder auch des Berufslebens. Man kann also wirklich sich ausleben, seine eigenen Probleme suchen und auch mitgestalten, wie Probleme gelöst werden sollen. Und vielleicht auch neue Sachen entdecken. Und das macht super viel Spaß.